Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei CoreKeeper. In einer neuen Aufnahmesession, in einem neuen Livestream. Mikro gerade rücken, so, jetzt schon besser. Ja, das letzte Mal hatten wir ja die kleine Korallentour hier unten, ganz weit unten im Süden hier. Und ja, haben wir zufälligerweise das Biom gefunden. Wir wollten eigentlich noch weiter im Dschungel, weil wir brauchten ja noch weiter das Galiterz. Da haben wir uns auch gut dran gehalten, haben zum ersten Mal Giftschleim gefunden und viele andere neue Dinge. Ich habe jetzt vorbereitet, das hier als neues Feld, damit wir hier die Korallenerde, die hier da reinsetzen können, diesen Strand, weil da wachsen nur die speziellen Pflanzen. Hier oben ist der giftige Schleim, weil es nicht so gut da reinzugehen. Da spawnen dann hoffentlich auch die Slimies. Und ich hatte was vorbereitet, deswegen hatte ich Sachen im Inventar. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Ich wollte irgendwas bauen. Ich weiß aber wirklich nicht mehr was. War das vielleicht doch die Automatik-Werkbank? Ich bin mir nicht sicher. Aber die haben wir auch noch nicht. Deswegen können wir die auch mal bauen, definitiv. Automatikwerkbank, da bin ich ja mal gespannt. Bohrer, endlich! Was ist das? Förderband? Transportiere deine Ressource, wüsste ich jetzt nicht wofür. Vielleicht, wenn man den Bohrer angeschlossen hat. Vielleicht. Roboterarm, ein mechanischer helfender Hand, greift Dinge und platziert sie woanders hin, wenn er mit Elektrizität versorgt wird. Und ein Sprinkler. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Mit den Feldern. Aber theoretisch, so viel Arbeit ist das bisher auch noch nicht. Das geht noch. Aber der Bohrer bohrt sich langsam ha durch harte Materialien wie Erzblöcke, wenn er an Elektrizität angeschlossen ist. Ah, okay. Ich mach mal ein. Ich bin mir nicht sicher, hatten wir hier unten nicht auch schon mal eine Skaliterzader gehabt? Wenn dann hier unten irgendwo. Könnte sein, dass das da unten das Galiterzader war. Hier sind auch Adern. Ich weiß nicht, was das für welche sind. Und da hinten einfach auch noch eine. Das würde ich ganz gerne natürlich testen. Das interessiert mich ja jetzt doch sehr. Vielleicht mache ich mal einen zweiten. Sicherheitshalber. Und brauche ich dafür dieses Förderband oder geht das auch so? Ich mach mal einmal 5 Stück einfach. Komm, ich mach mal 2. Nehme es mit, falls es nur damit geht, damit wir nicht umsonst dahin gelatscht sind. Dann brauchen wir noch eine Stromquelle. Die war. Was hatten wir die denn nochmal? Kupferbarren und Goldbarren. Kriegen wir auch hin. Kupferbarren, Goldbarren. Kann auch mal Kupfer mal wieder einschmelzen. Da haben wir jetzt leicht ja, was federn lassen in der Laufe der Zeit. So, dann mache ich mal so ein. Ich muss ja 2 Generatoren machen. Die stacken auch das gut. Dann brauchen wir noch Stromleitung. Bauten wir die nochmal? Muss hier leider alles nochmal durchklicken. Weiß es echt nicht mehr. Reparaturtisch. Nein, das war es nicht. War es auch nicht. Falsch hier. War es auch nicht. Was denn nochmal? Der Schmuckwerkbank ist es auf jeden Fall auch nicht. Baute man denn nochmal die Stromdinger? Die waren ja auch unterirdisch. Die baute man hier irgendwie an einer Extrabank oder so. Das ist nur Dekokram.
Elektroniktisch oder so gab es jetzt nicht, ne? Elektronikwerkbank. Doch, das ist ja das. Ach, das hier, das war's. Oh Gott, ja, ich hab's optisch vergessen, wie es aussah. Ich mach da mal ein paar von. Hallo Sid, grüß dich. Und wir hatten hier sogar auch noch welche. Gut, dann haben wir jetzt mehr als genug. Dann nehmen wir das auch mit. Ich dachte, das sah anders aus, wie so ein Kabel oder so. Ja gut, das sah so aus. Da hätte ich jetzt noch ewig suchen können. Ja, das wäre dann die Bohrervorbereitung. Da brauche ich auch. Ich weiß nicht, geht das dann in eine Kiste, so wie bei Factorio oder sowas? Ich nehme mal zwei Kisten mit. Bin mir da nicht sicher. Lieben Dank, Sid, für dein Abo in 17 Monaten. Danke, danke, danke. So, Giftschleim. Ich weiß nicht, warum ich Giftschleim jetzt auch mit hatte. Ich wollte irgendwas bauen, hab's aber vergessen. Wie gesagt, neue Aufnahmesession ist schon wieder über eine Woche vergangen, seit der letzten. Keine Ahnung. Es kann sein, dass ich hieran was bauen wollte, aber die Rüstung war ja soweit okay. Das ist das hier. Bin ja da noch weiter Bretter am Einschmelzen. Was wollte ich denn bauen? Hat bestimmt was hiermit zu tun. Ah, die Bootswerkbank hatte ich dafür Holzbretter gemacht. Kann sein. Hier brauchen wir Korallenbretter. Die finden wir jetzt in den neuen Biomen, was wir gefunden haben. Dann Oktarinbarren, Oktarinerz finden wir auch in dem neuen Biom. Das habe ich ja jetzt erst gebaut. Es kann sein, dass ich den. Das wollte ich bauen, ne? Den Destilliertisch. Das kann durchaus sein, dass ich den bauen wollte. Bei den haben wir auch noch nicht. Ja, ansonsten geht die Sachen. Ja. Weiß ich nicht, ob wir die unbedingt brauchen. Das, was wir jetzt so haben, ist okay. Bisher reicht uns da die Spitzhacke. Da brauchen wir noch keine Skalitschaufel. Hacke finde ich auch Quatsch. Angel brauchen wir auch noch nicht. Das ist soweit alles okay. Aber der nächste Schritt wäre ja dann hier die Oktarinwerkbank. Und dahin kommt man ja dann zu nochmal neuen Items. Keine Ahnung. Nimmt langsam Ausmaße an. Bauen wir es mal hier hin. Und was kann man hier machen? Großer Heiltrank, okay. Giftschleim. Also gut, dass wir eine Giftschleimfarm gemacht haben. Da brauchen wir noch viel mehr von. Fokustrank, Wächtertrank, Giftheiltrank, große Bombe. Und hier kann man aus dem Giftschleimboden Schleim machen. Das ist eigentlich auch eine gute Sache, weil da lohnt sich das erst recht irgendwo, wenn man weiter weg ist, auch den Boden mitzunehmen. Das ist nicht so schlecht. Denn hier eingeschmolzen, nochmal Skalitbarren, das ist gut. Gut, dann räumen wir jetzt mal den ganzen Kram weg und dann werde ich mit euch mal auf Tour gehen. Denn nach dem ganzen Hin und Her, ich wollte ja eigentlich einen schnelleren Weg hier runter machen bis zu dem Biom. Ob ich da jetzt eine Schiene mache, das sagte ich ja, wusste ich noch nicht. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Aber ein direkter Weg runter, da muss man nicht so einen riesen Zickzack und dann zack erst dahin, sondern kann sich dann entscheiden, einmal runter und dann ist man da, hat man alle Biome verknüpft. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Dschungelbiom, denn es interessiert mich jetzt wirklich sehr, was es damit auf sich hat mit dem Bohrer. So, dann fahren wir einmal dahin. Und gucken mal, wie das mit dem Bohrer überhaupt funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Noch nie benutzt. Aber wird er schon irgendwie gehen. Im Dschungel wollte ich ja sowieso jetzt in dieser Aufnahmesession eigentlich sowieso nochmal gehen, denn ja, wir brauchen noch mehr Skaliterz. Dass wir da zumindest ein bisschen vorrätig haben. Wir haben das letzte Mal schon gut gesammelt, aber die blauen Federn benötigen wir ebenfalls, um endlich den nächsten Titan zu finden. Das ist ja.
doppelt gut, wenn wir es so machen. So, wir gehen mal zu dem Linken hin. Weil ich so faul bin, mache ich das jetzt einfach mal hier straight rüber. Hier auch mal eben. So, das Prinzip. Nee, hier wollte ich sowieso nochmal weiter gucken. Und das ist tatsächlich Skalit. So, wie funktioniert das denn jetzt? Mal die Schaufel weg und dann nehme ich einen Bohrer und der ist dann erstmal falsch rum, oder wie? Kann ich... So, da ist jetzt der Bohrer. Dann baue ich jetzt hier die Maschine hin. Sag jetzt da, Elektrogenerator. Dann sage ich, ich möchte eine Stromleitung haben. Okay. Mach's mal ein bisschen größer hier. Irgendwie. Fühlt sich alles so beengt an. Ah, da liegt da jetzt wirklich Skaliterz dahinter. Oh Gott. Das ist ja Shitte. Das, die Richtung ist ja auch Quatsch. Das geht in jede Richtung, nicht da, wo ich das hinhaben will. Ah, ich kann das dann drehen, okay. Okay, sagen wir mal, also es funktioniert nach dem Factorio-Prinzip. Muss ja noch mal ein bisschen mehr Platz machen. Brauche ich dafür wahrscheinlich diesen mechanischen Arm, kann das sein? Eine Blume kann ich nicht schützen, mein Freund. So. Jetzt würde mich das interessieren, wie das jetzt hier abläuft. Kann ich denn auch sagen, das dauert halt schon echt lang, kann ich auch sagen, zweiten Bohrer hier, oder? Bohren Sie dazu zweit. Ich meine, Skaliterz brauchen wir eh immer und wenn wir noch mehr Skalit quasi unendlich irgendwie machen können, dann ein bisschen Fläche dahin. Und wenn ich dann jetzt hier eine Truhe hinsetze, geht das dann da rein oder da kommt jetzt was hin? Das geht tatsächlich über das Förderband. Und es schwebt dann über der Truhe. Na, herzlichen Glückwunsch. Da brauchen wir wahrscheinlich so einen Roboterarm. Shit. Ja gut, dann brauchen wir einen Roboterarm. Das heißt, ich muss nochmal hoch. Einen Roboterarm holen. Weil ich würde das jetzt schon gerne automatisieren, dass wir nicht so unbedingt immer Stress haben, das alles zu holen. Leg die anderen Sachen dann mal zu Hause ab. Ah, verdammt. Ja gut, dann hole ich noch mal einen Roboterarm. Ja, es ist halt so ein bisschen Learning by Doing. Ich weiß es halt selber nicht. Ich wusste es nicht, wie das funktioniert. Dann machen wir uns mal eben einen Roboterarm und gucken mal, ob das dann so klappt. Aber falls das nicht klappen sollte, wüsste ich auch nicht, wie das anders geht. Also in die Kiste, so läuft es jetzt nicht rein automatisch. Geht über das Förderband. Aber gut, wenn es dann halt geht, ne, da muss man sich vor Augen halten, dann läuft ja die ganze Zeit Skaliterz mit den beiden Bohrern ununterbrochen in eine Kiste und ich kann es dann irgendwann abholen, wenn ich da vorbeikomme. Das ist ja schon super. Dann spart man sich da einen riesen Arbeitsprozess und vor allem eine ewig Sucherei durch den ganzen Dungeon immer.
Wenn diese Quelle unendlich ist, das weiß ich natürlich auch nicht. So, ich pack das mal hin. Das ist wertvoll. Das auch. Achso, Wände kommen wir woanders hin. Das Förderband nehme ich doch nochmal mit, genauso wie Strom. Nachher brauche ich das noch. Das war Boden. Hier ist Wand. Die Verkaufskiste ist hier oben. Die da. Den Verkaufskram reinpacken. Ja. Ja gut, noch eine Kiste brauche ich jetzt nicht mit mir rumschleppen. Die kann dann auch weg. Gut, der Test war jetzt erstmal, kann man schon sagen, erfolgreich. Muss man mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Wir brauchen jetzt den Roboterarm, Eisenbarren und Skalitbarren. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall dein Eisen auch noch automatisieren. Ich mach mal so ein. Dann müssen wir das ja erstmal irgendwie testen, ne? Ja, ich mach's mal so. Für die Barren wieder weg, dann testen wir das und dann setzen wir hoffentlich unsere Tour jetzt mal fort. Ja. Dann auf nach unten. Ich hoffe, das klappt jetzt. Mal ein bisschen rausschießen während der Fahrt. Ich hoffe, das geht jetzt. Nicht, dass man noch andere Komponenten braucht zum Verbinden. Aber wenn das jetzt klappt, dann kann man halt wirklich das gleiche nochmal mit Eisen machen und das andere dann nochmal später mit Octarin. Theoretisch mit jedem Erz im Laufe der Zeit, aber jetzt Skalit und Eisen sind jetzt erstmal die wichtigsten. Danach kommt ja erst Octarin zum Beispiel. Kann ich ja natürlich auch noch bei anderen Sachen machen. Aber eine automatisierte Geschichte hat schon was. So. Dann machen wir das jetzt mal wie folgt. Dann kommt die Kiste weg. Dann kommt da jetzt ein Arm hin. Der braucht dann natürlich gleich Strom. Der Arm, ja. Brauche Strom. Weiß halt nicht, wie das abläuft. Da mache ich da eine Kiste hinterhin. Gucken jetzt mal, da kommt Erz. Schnappt sich das und tut es in die Kiste. Nice. Okay, also das ist jetzt richtig gut. Dann haben wir das jetzt automatisiert. Ich könnte dann noch viel mehr Bohrer dran machen. Immer zwei auf jeder Seite noch jeweils. Richtig gut. Platz schaffen hier. Aus Prinzip. Cool. Richtig gut. Ja. Dann haben wir das schon mal automatisiert. Das gleiche müssen wir dann natürlich mit Eisen machen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe halt die Dinger alle markiert auf der Karte. Ich weiß nur nicht mehr, welches Eisen, weil ich glaube halt im Norden. Das könnte eine Kupferader, glaube ich, eher sein. Hier könnte vielleicht Eisen sein. Ansonsten haben wir hier oben im Norden noch mehr. Da oben ist auch noch mal eine Ader. Müssen wir da mal schauen. Da bin ich beruhigt, dass das schon mal klappt. Dann werden wir jetzt den schnelleren Weg machen in Richtung Korallenriff. Dann haben wir das auch schon mal, werden wir das auch schon mal angehen, damit es dann auch einfacher wird in der Hinsicht. Und dann würde ich sagen, als nächstes müssen wir dann wirklich gucken, dass wir das Eisen automatisieren. Wird es schon alles einfacher.
hoffe, dass erstmal zwei Bohrer da so reichen werden, so wie ich das konstruiert habe. Man muss das ja über Zeit sehen. Ich weiß halt nicht, ob das, egal ob ich jetzt oben in der Base bin, ob das dann weiter da läuft oder nur einen gewissen Umkreis. Keine Ahnung. So, stopp. Ab hier werden wir uns dann runterbuddeln. Aber ab hier machen wir dann den direkten Weg in Richtung Korallenriff. Ja, hier ist so ein bisschen dieser Matsch von den von der Nestmutter von dem Gebiet. Da haben wir jetzt auch diese Viecher, die natürlich immer wieder hier meine schöne einen schönen Fackeln wegmachen. Ist ja okay, die sollen ja ruhig spawnen, ist mir ja relativ egal. Nur vielleicht nicht auf den direkten Weg. Ich würde schon gerne später ausleuchten halt. Mal gucken, vielleicht ziehe ich da auch einfach, damit ich meine Ruhe habe und die haben auch ihre Ruhe und können danach spawnen, ziehe ich hier einfach eine Wand hin. Fertig aus, dann spawnen die halt nicht mehr genau hier. Sondern hinter dieser Wand, ist mir dann egal. Das können wir auch noch mitnehmen. So, dann weiter Richtung Süden. Hier hatten wir Säure. Aber auch mit der Spitzhacke geht das hier, selbst bei diesem Gebiet. Ich erinnere mich zurück, als wir zuletzt bei der Nestmutter mal waren. Da kamen wir da gar nicht durch. Da hatten wir da so ein riesen Problem mit dem ganzen Kram. Ja, auch hier will ich will halt einen geraden Weg nach unten haben. Das war so ein bisschen weg. Ein paar Stacheln. So, auch hier wieder das gleiche Spielchen. Was sie hier hinter dieser Wand machen, ist mir vollkommen egal. Hauptsache, wir kommen dann da durch und haben da kein Problem mit den Viechern. Soll einfach nur quasi eine Autobahn Richtung Korallenriff sein. Mehr nicht. So. Auch mal eben ein bisschen Platz. Haben wir noch genug Wände für alles? Aber wir werden schon sehen. Wird schon reichen. Hat jetzt in dem Fall gereicht, aber ist er noch ein bisschen. Ja gut, das Biom fängt jetzt gleich hier unten schon irgendwo an. Ist dann tausendmal schneller, als diesen riesen Umweg zu gehen durch den Dschungel und überhaupt. Also es lohnt sich dann auf jeden Fall. So, hier müssen wir uns lang arbeiten mit der Brücke. Hier glitzert es so schön. Was haben wir denn dahinter? Zinn. Okay. Hier waren wir auch noch nie. Aber trotzdem zählt hier das Gleiche, wie ich schon oben sagte. Links und rechts können sie machen, was sie wollen. Kommt schon so ein Freund. Hauptsache, die gehen uns nicht auf den Nerv, wenn wir nach unten latschen. Dann ist immer Loot mit drin. Das ist nicht das Wertvollste, aber mein Gott, können wir ja mal mitnehmen. Schadet ja nicht. Nein, das reicht nicht. Aber gut, wir kriegen ja jetzt hier noch mehr. Wenn wir uns hier lang, wo den liegt, nochmal Zinn, weil diese Würmer das abgebaut haben.
auf ihren Weg. Aber hier haben wir noch Lehmwände. Können wir die noch setzen? Dürfte jetzt echt nicht mehr weit sein. Und hier ist der Boden auch angenehm. Also die Wände auch angenehm kaputt zu machen. Und das hier ist ja schon... Nee, das ist noch nicht das Korallengebiet. Aber wenn wir hier rüber gehen, kommen wir da definitiv hin. Muss vorsichtig sein, diese komischen Tentakelviecher sind unendlich stark. Gut, hier links ist es jetzt schon theoretisch, ne? Ich mache jetzt gerade nur einen schnellen Weg nach unten. Das war halt einfach mitten ins Biom reinkommen. Als allerschnellsten Weg. Ups, falsche Ausrüstung. So, sagen wir jetzt hier, sind wir da, zack. So kommen wir jetzt in das richtige Korallengebiet und hauen hier auch wieder ab. Erstmal müssen wir erstmal noch beim Dschungel weitermachen. Die Viecher hier sind hier alle noch ein bisschen over. Plündern wir trotzdem mal ganz kurz hier. Und Fasanas, ja, die Ananas quasi. So, aber wir brauchen ja noch Korallenbohnen für unser Zuhause. Und ohne Skalitschaufel dauert es hier ganz schön lang, den Strandboden auseinanderzunehmen. Vielleicht machen wir das dann auch nochmal mit der Skalitschaufel, dann in Ruhe, dann holen wir eine ordentliche Masse. Oder ich hole jetzt einfach hier zwischen den Folgen noch was, denn wir sind eher am Ende einer Folge. Habe jetzt ein bisschen Überlänge gemacht, weil wir so lange hin und her überlegt hatten mit den Items. Gut, dann sehen wir uns, ach du Scheiße, dann sehen wir uns wieder in 2 Tagen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ich bin raus, bis dahin. Tschüss.